Hallo Warnemünde, ich möchte euch die Grüße des Landesverbandes Brandenburg überreichen und möchte euch gratulieren dazu. Ich komme wieder gerne hier hoch. Wenn ich euch sehe und den Fahnenmeer sehe, bin ich doch wieder gerne hier in Warnemünde. Vor 2 Jahren war ich mit meinen Töchtern hier. Hier direkt am Strand, vis-à-vis da unten. Ich musste meine Töchter mit Handtüchern schützen, wenn sie sich umziehen. Weil die aus Warnemünde kommen, wissen, was unten am Strand los war. Ja, alles voll mit unseren Freunden und Gästen. Und es kann doch nicht sein, dass wir unsere Kleinsten schützen müssen vor den Gästen, die Frau Merkel eingeladen hat. Und deswegen muss das aufhören. Wir müssen unsere Grenzen wieder dicht machen, unsere Grenzen schützen, weil nur so, wenn wir unsere eigenen Grenzen schützen, können wir unsere Familien schützen. Seit circa 1,5 Jahren ist in Brandenburg jetzt das Bürgerbündnis Zukunft Heimat unterwegs. Wir haben auch so angefangen, ja, mit 300-400 Leuten. Jetzt sind es auch bis zu 4000 Leute. Wir kommen noch nicht ganz an Pegida ran, aber wir sind auf einem guten Weg. Ja, und wenn ihr hier weitermacht, Flagge zeigt, dann bin ich mir sicher, dass auch immer mehr Leute sich trauen, sich anzuschließen. Anzuschließen für den Kampf der Freiheit um unser eigenes Land. Und das brauchen wir. Applaus. 1989, werden sich die Älteren noch erinnern, die Jüngeren kennen es aus Sagen und Mähren, waren es die Sachsen gewesen, ja, die eine friedliche Demonstration losgetreten haben und daraus eine Revolution gemacht haben. Und wo fing es wieder an? In Dresden, mit Pegida. Nochmal schöne Grüße nach Dresden. Aber mittlerweile, es sind nicht nur Dresden, mittlerweile ist es Kandel, Hamburg, in Brandenburg mehrere Städte, überall gehen die Patrioten wieder auf die Straße und zeigen Flagge für ihr eigenes Land. Nämlich die Flagge, die ihr alle hochhaltet. Und nicht irgendwelche bunten Fahnen auf Rathäuser, ja, oder Fahnen aus anderen Ländern, die nicht zu uns gehören. Wir müssen uns bewusst werden, dass die Werte Loyalität zum eigenen Land, Heimatliebe, Treue und Ehre nicht gestorben sind, sondern weiterhin existieren. Zwar auch nur momentan nur in wenigen Leuten, aber es werden von Tag zu Tag mehr, die diese Werte wieder erkennen und zu unserer Heimat stehen. Und wenn man sich den einen Monat anguckt, den Monat des Blutes, möchte ich ihn mal nennen, wo 40 Opfer, Frauen Opfer von Merkels Gästen geworden sind, 40, und die Dame hat noch nicht mal ein Wort für die Frauen und Mädchen übrig. Und dann wird man dafür angezählt, vorhin kam schon mal zur Sprache auf seinen Facebook-Seiten oder wo auch immer, ja, wird man niedergemacht und es ist einfach nur das Sagen ab, was in diesem Land passiert. Von diesen staatlich unterstützten Demonstranten hinten wollen wir mal gar nicht reden. Ja? Weil die Parteien, die diese Demonstranten dort hinten unterstützen, das sind die gleichen Parteien, oder zumindest die eine davon, die schon mal einen Weltenbrand entfacht hat. Ja? Aus dem hervorgegangen ist, wenn wir auf die Weimarer Republik zurückreichen. Da war auch eine SPD-Regierung. Was da herausgekommen ist, das wissen wir alle. So was wollen wir ja nie wieder haben in Deutschland. Und deswegen brauchen wir diese Leute dort hinten auch nicht. Wir haben nächstes Jahr, 2019, nicht die Bundestagswahl, die haben wir gerade hinter uns, aber die phänomenalen Wahlen in Sachsen. Sachsen ist die AfD stärkste Kraft. In Brandenburg ist die AfD stärkste Kraft. Und in Thüringen kriegen wir das auch noch hin. Und bis ihr dran seid hier oben, da bin ich mir sicher, dass wir auch hier stärkste Kraft werden. Der Osten ist schon blau und er wird auch politisch blau werden. Deswegen komme ich jetzt zu einem kleinen Aufruf in eigener Sache. Seit geraumer Zeit bin ich hier oben an der Küste und wandle als kommunalpolitischer Ausbilder hin und her. Wir brauchen Leute. Wir brauchen Mitglieder. Wir brauchen Leute, die sich trauen, in die Kommunalpolitik für die AfD zu gehen, um unsere Politik der Heimat wieder umzusetzen. Weil nur wenn wir die Leute haben, die für uns mit eintreten, die die Sicht zeigen für die AfD, dann können wir auch politisch was bewirken. Da sollte sich jeder mal kurz kratzen am eigenen Hintern und sagen, okay, jetzt stehe ich auf. Ich mache da einfach mit. Deswegen, wer noch kein Mitglied ist, fragt, sucht Kontakt zu den Kreisverbänden, egal aus welchem Bundesland ihr kommt. Wir brauchen Leute.
Wir sind noch zu schwach, um alle Mandate zu erfüllen. Aber wir wollen alle Mandate erfüllen, weil nur dann können wir politisch so wirken, dass unsere Heimat noch rettbar ist. Wir können den Roten nicht das Feld überlassen. Und wir werden den Roten auch nicht das Feld überlassen. Solange wir noch kämpfen können, bleiben wir standhaft stehen und aufrecht und werden unsere Heimat verteidigen. Und ich will euch nicht länger langweilen. Ich bedanke mich für das großartige Kommen. Ja, denkt dran, es gibt noch mehrere Demonstrationen, die in Reichweite sind, wo man hinfahren kann, aber mehr dazu wird der Versammlungsleiter noch sagen.